Leute, herzlich willkommen zurück bei Grandia 2. Und zwar wollte ich mit euch die Vorbereitungen machen. Weil wir haben hier wieder Melina in unserem Team und jetzt gar nichts. Wir können die ja auch direkt in den Kampf stürzen, aber das wäre eigentlich nicht sinnig. Und geben wir einfach die stärkste Waffe, die wir momentan haben. Und tatsächlich ist Melina dann die zweitstärkste Charakterin vom Angriffswert her von unserem Team. Und sie kriegt Mana-Punkte vom Schaden, den sie kriegt. Black Angel Bow ist ja auch nicht schlecht. So, dann haben wir noch Resistress, alles eins oder Angel Rope. Ich würde sagen, ich gebe ihr Angel Rope und wir haben dann noch die ganzen Resistenzen. Die schwächere Version vom, wie heißt es nochmal, Jet Black Cope. Vielleicht hätte ich da noch fahren müssen, aber nö, das brauchen wir nicht. Denn wir haben nämlich noch das gleiche in Grün. Ich meine noch mit plus 5 Status, kann das sein? Plus 5 Abwehr haben wir das eigentlich noch. Bin ich vollkommen blind. Ansonsten, das ist eigentlich egal. Ich würde sagen, es ist egal. Wir können ja auch mit Joerin gehen, damit sie besser ausweichen kann. Aber ich gebe ihr. Jetzt kommt. Hier, meine ich doch. Ring of Guardian zum Beispiel. Plus 5. Ich glaube, ich gebe ihr das hier. Dann haben wir noch die beiden und Footwear, ich weiß es nicht. Plus 5 plus 10 ist 1 Resistenzen. Ich glaube, ich gebe ihr Wolfboots. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Und Natürlichmon, Chaos Egg, was denn sonst? Sie hat keine Bücher mehr. Wir geben ihr Life Up. Dann geben wir ihr auf jeden Fall Intelligenz. Zapfire und Boomflame. Moment. Quake Blast. Zapfire, Boomflame. Ich glaube, das ist nämlich gut für die Feuerattacken. Dann brauchen wir noch Dash. Dash sind hoffentlich das Richtige. Nein. Nein. Schade. Dann heißt es, es ist Speed. Genau. Genau, das ist das Richtige. Und wir brauchen Skilled Item Use. Weil sie muss jetzt nämlich die Rollen übernehmen von Juan und Tio. Praktischerweise. Ich glaube, das würde auf jeden Fall reichen in der Position her. Ich hoffe, dass es kein Rauschen mehr kommt. Auch wenn ich immer das Mikro vom Handy habe. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich war es nämlich ein bisschen zu laut im Raum. Und bevor ich jetzt nämlich vergesse. Ja, Bücher, Faust, Power-Up, genau hier. Bevor ich das vergesse, mache ich das erstmal voll und das hier voll. Das sind nämlich die wichtigen Etappen, die wir haben. Und ein bisschen Spellbinding Eye. Vielleicht brauchen wir das noch bei einem Bosskampf. Ich weiß es nicht. Denn ich benutze es eigentlich relativ selten. Und ja, ich wollte es den Melfish-Kampf nochmal machen, aber im Hard-Modus ist es ein bisschen zu schwer. Aber naja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, wir kriegen das hin, so schnell wie möglich. Weil wir sind nämlich zu dritt und das kann ein bisschen dauern. Und ja, ihr seht schon, wenn ihr den Schatten sehen könnt, kämpfen wir nämlich gegen ältere Bosse wieder. Und das erinnert mich tatsächlich an Jadekong 2. Wo man gegen ältere Bosse nochmal kämpfen kann, bevor man den allerletzten Boss nochmal kämpft. Und ja, es ist nämlich 4 gegen 3, das ist nämlich nicht nett. Gar nicht nett.
Und ja, wir haben nämlich keine andere Wahl, als hier so schnell wie möglich hier Gegner zu blocken. Stun etc. Gegner schläft ein, auf jeden Fall. Ist aber auch resistent dagegen. So dass er Gluttony direkt einsetzen kann und M Alive einsetzen kann. Das finde ich gar nicht. Vor allem kommt der Gegner nämlich auch sehr schnell dran. Ich glaube, ich gehe direkt auf Sky Dragon Slash. Wir müssen nämlich zuerst rankommen. Sworn enemies, you shall be defeated. Take that. Weil wir sind allmählich doch am Limit. Wir sind nämlich fast am Ende unseres Ziels erreicht. Und wir sind nämlich zu dritt. Das heißt, wir dürfen Gegner auf jeden Fall keine Chance geben, anzugreifen. Und der Gegner hat tatsächlich nicht so viele Lebenspunkte. Oha. Das ist krass. Weil man sieht schon beim Kopf, dass er noch wenige Lebenspunkte hat. Das ist wirklich krass. Gluttony oder Eat Em Alive? Was ist nämlich schlimmer? Gyudo wird der Attack auf jeden Fall überleben. Deswegen greifen wir mal die Zunge an. Nice. Oh. Ich wusste nicht, dass es auch noch Verwirrung macht. WTF. Okay, Elena kommt als nächstes dran, das ist nämlich gut. Sie hat nämlich voll auf Feuer. Ich bin mir sicher, dass Feuer nicht sehr stark ist. Aber wir machen mal Feuer. Und wenn man 100%ig hat, kommt man instant dran. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber mal schauen. Das ist mir richtig geil, wenn man instant drankommt. Oha. Das macht immensen Damage. Also, der Gegner hat lange nicht mehr zu lachen. Auf jeden Fall nicht. So, wir müssen erstmal Verwirrung heilen. Verwirrung. Verwirrung? WTF? Nichts hier heilt Verwirrung. Was ist das denn? Das ist also wirklich, ey. Hier, wir haben nur eins, was Verwirrung heilt. Und Verwirrung kommt irgendwie selten. Aber egal, hier. Nehm hier Salz, Ryodo, bitte. Streusalz. Kommt gleich wieder dran. Was gibt's denn? Das ist das Birnzweig. Birnzweig. Ja, Flammenwurf. Ja. Ja, ich greife mal den hier an. Und gleich kommen nämlich die Augen. Und da haben wir noch eine Rechnung mit dem zu offen. Weil wir nämlich in der ersten Runde verloren haben. Und wir müssen die jetzt in der ersten Runde direkt schlagen. Ich weiß nicht, es ist ja auch schwer. Ein Bosskampf, den wir nochmal antreten müssen. Gegen die Augen. Und ich denke auch, dass sie eine Revanche haben wollen. Ja, das hat so viel Damage gemacht, Boss. Gift, das ist egal. Und jetzt kommt noch Wow. Wow. Ich glaube, wir greifen alle direkt an. Greifen alle direkt an. Die Frage ist, ob wir wieder zurückgehen können und heilen. Das ist die Frage, aber wir haben genug Utensilien, um uns voll zu heilen. Und die Verwirrung geht nach dem Kampf sowieso weg. Weil das macht immensen Damage. Also richtig viel Schaden. Ja, und die beiden regenerieren ihre Lebenspunkte. Das ist nice. So, jetzt kommen wir wieder ins Sky Dragon Slash. Und sie heilt mir zur Sicherheit. Also Gegner weg, weg, einfach mal wegmetzeln hier. So, Gegner ist schon fast tot. Also den könnte man als Mini-Boss betrachten mittlerweile, weil der macht eigentlich gar nichts.
Der Kopf kommt dann dran. Hellburner, aber egal. Ich komme mit einem Arrowshot. Hier. Ich nenne das mal einen schönen Headshot. Das macht zwar 0 Damage, aber... Consoles nenne ich gut. Jetzt kommt nämlich ein Burn. Wenn es auf Elena ist. 59. WTF-Boss. Was machst du? Okay, ich habe vergessen, dass sie die Attacke auch noch kann. Hier kommt noch ein Flammenwurf. Das hat wenig Damage gemacht. So wenig Demage. Was ist denn los? Ja, ich kann hier lustigerweise nochmal auf Flying Ten Sagan gehen. Und einem schönen Hellburner. Aber wie man sehen kann, hat es doch 99% Geschwindigkeit. Also nicht 100%ig. Das heißt, wie bei den anderen Attacken, kommt der Gegner noch ein bisschen dran, dann ist man selber dran. Ja, wäre schon krass. Aber jetzt ist der Gegner schon erledigt, weil wir den Hauptgegner angreifen und fertig. Ist eigentlich relativ egal. Sky macht das schon. Sky ist immer dabei. Und bye. Bye. Danke für die Gegenstände. Aber mal schauen, was für Gegenstände sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber ich würde sagen, zweiten Bosskampf reicht auch für diese Folge. Weil, oder soll ich das separat machen? Aber es wäre eigentlich zu wenig. Mal schauen. Ich wollte es eigentlich als separat... Starlight Tiara. Ich kriege immer noch Gegenstände. Okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, wir können auch zurück. Das ist nämlich gut. Wahrscheinlich mache ich es doch eher separat, weil das ist vielleicht besser. Aber dementsprechend neide ich dir noch zwei Videos hoch. Sonst geht das ja nicht. Salafira, was ist das? Ja, gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir gehen mal zurück. Ja, wir können zurück, das ist nämlich nice. Ihr fragt sicherlich, was kommt denn nach Grandia 2, wenn dieses Projekt nicht zu Ende ist? Denn wir haben noch andere Projekte, die offen sind. Die wollte ich noch nicht machen, beziehungsweise weitermachen. Und ich werde mir überlegen, was anstelle von Grandia 2 kommt. Wir haben ja noch Pokémon Mond. Das lasse ich nebenbei einfach mal laufen. Und ja. Ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht kommt ein anderes Projekt, wenn ich da mehr Lust habe. Ansonsten versuche ich jeden Tag ein Video hochzuladen oder zwei. Und ich habe noch einiges nachzuholen. Gut.